wenn die Grunderwerbssteuer herabgesenkt würde, um mit dem Baukindergeld den Kauf und Bau von Wohnungen zu finanzieren. Pro Kind und Jahr sollen 1200 Euro über 10 Jahre gezahlt werden. Eine Voraussetzung ist, dass Familien ein Eigenkapital von 20-30% des Kaufpreises aufbringen können. Eine andere, dass das Familieneinkommen nicht über 75.000 Euro liegt. Dazu kommt ein Freibetrag von 15.000 Euro pro Kind. Am Ende könnten etwa 200.000 anspruchsberechtigte Familien mit 300.000 Kindern profitieren. Er gab eine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung. Das seien die reichsten 30% der Paare mit Kindern in Deutschland. In der Gruppe der Mieter oder Alleinerziehenden treffe dies nur auf die obersten 10% zu. Kritisiert die Oppositionspartei. Dabei will die Bundesregierung gerade Familien mit mittlerem Einkommen beim Bau oder Kauf von Wohneigentum unterstützen, dass das mit dem Baukindergeld gelingt. So Holznagel. Zudem sei das Projekt sehr bürokratisch. Insgesamt hat die Große Koalition für diese Legislaturperiode Mehrausgaben von fast 50 Milliarden Euro beschlossen, kritisierte Holznagel. Wir werden große Schwierigkeiten bekommen. 0,93 Billionen Euro die Schulden. Also das Verhältnis der Schulden zum Bruttoinlandsprodukt BIP ging dadurch 2017 um satte 4,1 Prozentpunkte auf 64,1% zurück. Quelle ntvde.